Ich bin beim Alexander Agetle in der Hofkäserei Engelhorn mit der wunderbaren Aufgabe, ein paar inspirierende Menschen im oberen Finchgau, speziell in und um die Bürgergenossenschaft Oberfinchgau, die BGO, vorzustellen. Was macht denn den oberen Finchgau für dich zu was Besonderem? Ich muss vorab sagen, ich war 20 Jahre nicht hier im Finchgau und nicht im oberen Finchgau. Und diese 20 Jahre Abwesenheit haben mich eigentlich erst den Werther kennen lassen von dieser Landschaft. Und das ist etwas, was ich als einen heiligen Gral in mir trage. Es ist eine der schönsten Natur- und Kulturlandschaften, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Und das hat für mich diese große Anziehungskraft dann auch ausgestrahlt, mit der ich letztlich, die mich letztlich zurück in diese Landschaft gebracht hat. Ich finde, diese Kargheit des Tales hat ganz viele kreative Menschen hervorgebracht. Und diese Vielfältigkeit an Menschen, die auch bereit sind, Dinge zu hinterfragen, die auch bereit sind, mal Dinge zu machen, die halt nicht so zum Standard gehören, das hat mich auch sehr inspiriert. Was hat dich wieder hergebracht und wie ist es zu der Entscheidung gekommen, dann hier diese Hofkäserei zu gründen? Ja, am Ende die Faszination dieser Landschaft, das hat sich ja meistens dazu beigetragen, dass ich gesagt habe, irgendwann will ich da zurück, wo andere Urlaub machen. Das ist ja auch ein unglaubliches Privileg. Einen Hof übernehmen zu können, war dann für mich auch ein Privileg, insofern, als dass ich einfach frei unternehmerisch und gedanklich entscheiden konnte. Und um das zu können, habe ich mich von ganz vielen Verbänden, Genossenschaften und sonstigen Gruppierungen auch abgelöst. Und das hat diesen großen Luxus der geistigen Freiheit dann auch gebracht, dass ich wirklich laut denken durfte. Und das mache ich bis heute. Ist nicht immer angenehm für alle, aber es ist ein großer Luxus, in keine Sache oder in ganz wenig Sachzwängen sich zu befinden. Und das war auch der große Wert, wieso ich gesagt habe, hey, ich habe hier die Möglichkeit, was zu machen. Ja. Mittlerweile, glaube ich, sind wir uns auch gar nicht bewusst, was es bedeutet, ein Haus, eine Wohnung erben zu können, einen Hof erben zu können, wenn er noch so klein ist wie unserer. Aber am Ende habe ich gesagt, hey, hier kann ich täglich in meinem Sinne gestalten. Also wenn du dich aus den Konventionen, den teilweise über Generationen gewachsenen Konventionen, wie man Sachen macht und was richtig und was falsch ist, wenn man sich da dann ein bisschen auslöst, das ist wahrscheinlich manchmal ganz schön schwierig, oder? Ja, natürlich war es schon innerfamiliär. Das war ja schon so im Kern war es ganz schwierig, diesen Generationswechsel hinzubekommen. Wir sind stolz, dass wir es geschafft haben, ihn hinzubekommen, dass meine Eltern immer noch hier am Betrieb mit uns in einer Großfamilie leben, obwohl es ganz oft Reibereien gegeben hat und die wir aber irgendwie ja, durch ein gewisses liberales Verhalten dann doch hinbekommen haben. Und Konventionen nach außen, selbstverständlich, es war nicht einfach. Ich meine, wir haben ja viel pionierhafte Schritte gesetzt und als Pionier wirst du am Anfang belächelt, dann wirst du bekriegt, dann wird es irgendwann befriedet und irgendwann wird es nachgeahmt. Und das habe ich relativ früh gelernt zu verstehen, dass das Teil dieses Pionierseins auch bedeutet. Und somit konnte ich auch mit diesen auch manchmal schwierigen Energien umgehen, dass man halt auch angefeindet wird oder belächelt wird. Mittlerweile ist es ja auch so, dass viele Menschen auch sehen wollen, was wir da machen, weil nicht alles, aber vieles funktioniert wirklich gut. Ja, ich sage immer, es ist ja nicht ein reines Wirtschaftsmodell in unserem Fall, sondern es ist ein Lebensmodell. Ja. Und ein Lebensmodell, das aber wirtschaftlich funktionieren muss, zweifelsfrei. Es ist ganz zentral, es muss funktionieren. Aber es ist eben ein wunderbarer Wohnort, es ist ein unglaublich vielfältiger Arbeitsort. Boden, Tiere, ja. Landwirtschaftliche Produktion, Büro, Menschen, Maschinen. Es ist unglaublich vielfältig und das ist für uns spannend. Wir können jeden Tag Lebensmittel aus diesem Betrieb beziehen, in einer Fülle, wo andere Menschen viel, viel mehr Geld verdienen müssen. Und in der Qualität. In einer Top-Qualität,
Wir haben, und das war meiner Frau und mir wichtig, wir haben einen wunderbaren Erziehungsort für unsere Kinder gehabt. Mhm. Der Pate unseres Sohnes, der arbeitet bei der UNO. Und zu dem habe ich mal gesagt, hey, du kannst gar nicht so gut Vater sein, wie meine Kühe die Kinder erziehen. Das heißt, auch im ländlichen Raum groß werden zu können, ist total wertvoll. Und aus diesen Betrachtungswinkeln ist es für uns stimmig. Wie ist denn das für dich im Zusammenspiel mit der BGO? Gerald Hüth, Neurologe und Kinderpsychiater, der sagt, kein Mensch entwickelt sich alleine. Ja. Und am Ende des Tages ist das eigentlich unsere ganz große Motivation, diese Ressourcen in der Landschaft zusammenzulegen. Jeder bringt Kompetenzen mit aus allen möglichen Ecken. Und das ist letztlich auch der Versuch, eine gesamtgesellschaftliche Antwort zu geben auf dieses neoliberale kapitalistische Wirtschaftsmodell, das auslaufen wird, ohne Wenn und Aber. Es werden keine 100 Jahre mehr geben, weil dieses Modell darauf aufbaut, ständig zu wachsen und dieses ständige Wachsen Ressourcenbedarf, die wir nicht mehr haben. Ja. Und jetzt versuchen wir hier in ganzen Kleinen ein Modell oder erste Ansätze auch aufzuzeigen. Und die BGO ist das wunderbarste Beispiel, eigenverantwortlich neue Lebensmodelle zu kreieren. Wo wir nicht sagen, ja, wir müssen, die Politik und die Wissenschaft muss Neues kreieren, sondern wir sagen, wir nehmen die Verantwortung in die Hand. Wir nehmen Betriebe selber in die Hand. Wir steigen selber in ein Wirtschaftsleben ein. Aber wir versuchen einfach ganz, ganz stark dieses assoziative, dieses gemeinschaftliche Wirtschaften in den Vordergrund zu stellen. Wir versuchen, uns einander zu helfen. In dem Sinne ist, glaube ich, die BGO für uns als Betrieb wertvoll, dass jetzt auch Verkaufsstrukturen entstehen. In dem Sinne bin ich für die BGO wertvoll, indem ich meine Erfahrung als Agronom auch einbringen kann und als Regionalentwickler. Das sind einfach erste Ansätze, neue Modelle zu versuchen, neue Lebensmodelle. Und ich glaube, wir müssen uns einfach auf den Weg machen, weil es aktuell, es wird kein neues Wirtschaftsmodell geben. Das werden wir uns ganz Schritt für Schritt erarbeiten müssen. Selber bauen. Genau. Ja. Wunderschön. Also echt, das halte ich für eine der essentiellsten Dinge, die es in dieser Welt gerade braucht. Ja, vor allem, wir müssen ja auch weg von dieser imperialen Gesellschaft. Sich davon zu lösen, heißt eigentlich subsistent zu werden in einer Region, sich wieder mit den Ressourcen der Region zu beschäftigen. Das klingt natürlich sehr alternativ vielleicht für manche, aber das ist der Ansatz, dass es wirklich darum geht, die Ressourcen vor Ort zu nutzen, viel, viel besser zu nutzen und etwas ganz, ganz Spannendes zu erreichen, und zwar das, dass wir wieder Regionen in den Alpen entwickeln, die auch unverwechselbar sind. Diese Einzigartigkeit auch zu pflegen, zu kultivieren, das finde ich spannend. Und da gehören die Lebensmittel dazu, da gehört die Landschaft dazu, da gehört der Tourismus dazu, da gehört das Handwerk dazu, da gehört das Bildungssystem dazu. Ich habe die ganz große Vision, dass die BGO irgendwann ein ganz, ganz wichtiges Element in dieser Landschaft wird, dass sie in vielen Bereichen Einfluss nimmt, um in unserem Bildungssystem, in unserem Wirtschaftssystem einfach nachhaltig diesen Lebensraum, diesen so wertvollen Lebensraum auch erhält. Und für mich gibt es da eigentlich nur eine Vision, das ist die, dass wir im Bereich der Landwirtschaft hochwertige Lebensmittel für Menschen produzieren, die bereit sind dafür, auch ihr Geld auszugeben und nicht auf anonymen Weltmärkten. In unserem Fall heißt das eigentlich nichts anderes, dass ich versuchen möchte, durch dieses kleine Beispiel aufzuzeigen, dass es nicht immer größer, schneller und höher sein muss. Schön. Danke dir.